Also am 1. Dezember geht's los und ja, der Weihnachtsbaum steht natürlich schon auf dem Markt, die Hütten werden gerade aufgestellt und es gibt natürlich von Kinderprogrammen ein bisschen Musik, aber natürlich viel Besinnlichkeit für die Kinder natürlich, Kinderkarussells, alles was dazugehört und für uns Erwachsene einen schönen Glühwein und einen kleinen Kinderpunsch für die Kleineren. Ja. Ansonsten, was wünscht sich Senfenberg so jetzt für die letzten Tage in diesem Jahr? Ich wünsche mir vor allen Dingen Gesundheit für alle und ich freue mich, dass man sich jetzt wieder gut treffen kann, dass die Veranstaltungen alle stattfinden. Aber ich wünsche vor allen Dingen Ihnen persönlich, aber natürlich auch allen Zuschauerinnen und Zuschauern etwas mehr Besinnlichkeit, dass Ruhe einkehrt. Wir haben alle so viel immer um die Ohren, dass wirklich dann Weihnachten mal die Familie im Vordergrund steht und man mal zu sich kommt, zur Ruhe kommt. Das wünsche ich allen, aber vor allen Dingen viel Gesundheit. Den Wunsch geben wir zurück. Vielen Dank.